Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir hier eigentlich weitermachen können. Ach genau, unten hatten wir noch die Sache, die Flügellosen. Die Annalen der lutheranischen Dynastie, okay. Die Sache konnten wir ja noch nicht weitermachen, da hatten wir immer noch nicht das Emote und wir haben hier unten noch eine kleine Quest davor. Ja, dann würde ich sagen, dass wir damit erstmal starten. 5 war das Reittier, genau. Und jetzt mal schauen. Ha, ich habe jetzt mal ausnahmsweise sofort dran gedacht, dass ich ja nicht normal reiten kann, sondern dass ich mit der rechten Maustaste drücken muss zum Reiten, beziehungsweise zum Laufen. Das erste Mal, dass ich dran gedacht habe, wenn ich neu gestartet habe mit der Aufnahme. Das ist sehr schön. So. Dies ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Ja, ja. Ich reite nur mal eben durch. So, jetzt ist die Frage. Da ist eine Quest. Machen wir die doch mal als erstes. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Könntest du mir einen Gefallen tun? Vivian in Nerias Taverne hat mich um ein paar Selbsthilfebücher gebeten, aber ich bin mitten in einem wichtigen Teil eines Romans. Oh je. Zachs, der Schlagetod und seine Crew kehren gerade vom Chaosportal zurück. Das ist wirklich spannend. Ich kann jetzt nicht aufhören. Könntest du bitte für mich diese Bücher zu Vivian bringen? Ja, natürlich können wir das machen. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal als erstes. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit der Rüstung läuft die langsamer. War da gerade was am Leuchten? Das Buch ist dicker, als ich dachte. Ach so, das sind die Bücher. Ah. Wo muss das denn hin? Hallo? Ach, da hinten. Konnte ich nicht irgendwie schneller laufen? Ich glaube mit E, ne? Ja, genau. Aber ich laufe in die falsche Richtung, weil oben komme ich nicht rum. Mit R dann ablegen. Ist das jetzt richtig? Man kann es da auch nicht so genau sehen. Doch, hier kommen wir rum. Okay. Ich dachte, hier wäre jetzt auch zu. Aber wieso? Ich dachte, ich soll jetzt... Zeigt euren Liebsten, wie viel sie euch bedeuten! Ja, das ist toll. Du bist da! Ja. Ich hoffe... Ich bekomme reichere und hübschere Kunden. Einmal das? Brauchen wir nur einmal? Was? Was sind das für Bücher? Boris soll die geschickt haben? Merkwürdig. Ich dachte, dass er mir keine Beachtung schenkt, weil er ja immer die Nase in seinen Büchern vergraben hat. Okay, mit der können wir anscheinend auch eine Beziehung aufbauen. Als nächstes, Eure Majestät, sollten wir über die Nahrungsknappheit in der Stadt sprechen. Danach können wir die Erweiterung unseres Bildungssystems in Angriff nehmen. Was? Entschuldigung, wer bist du? Warum beobachtest du mich? Moment mal, dich habe ich doch bei seiner Majestät Thirain gesehen, nicht wahr? Oh, das ist ja super. Du stehst seiner Majestät nahe, oder? Vielleicht könntest du mir helfen, herauszufinden, wie ich Königin werden kann. Ach du Scheiße. Ich habe viele Ideen, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Nation besser machen würden. Und als Königin... Ja, was als Königin? Ich kann nur annehmen. Ja, wir werden nie erfahren. Ich hoffe, ich bekomme reichere und hübschere Kunden. Wir werden nie erfahren, was mit ihr ist als Königin. Schauen wir mal eben... Was? Um Beziehung freizuschalten, schließe Elaine Vivian ab. Ach so, wir können noch gar nichts machen. Okay. Elaine Vivian. Ja, sagt mir jetzt gerade so nichts. Aber ich sehe gerade hier oben noch ein neues Symbol. Ignea-Marken eintauschen. Vogel. Vielleicht war es doch kein neues Symbol. wie viele Marken habe ich denn? 14, wenn ich das richtig sehe. Weißt du, das ist ein Reittier. Ih, es sieht ja eklig aus. Leuchtende Allergie. Leuchtende Energie. Registriert den Gegenstand bei Gebrauch in der Spielzeugenzyklopädie. Spielzeug? Was? Wie? Mokoko Bratpfanne? Wird beim Aufsammeln registriert. Unverkäuflich, unzerstörbar, kann nicht zerlegt werden. Bringt mir das denn irgendwas?
Reittier goldener, okay. Wenn ich das richtig sehe, reicht das, ne? Wir haben noch 14 Stück. Hintergrund, Garten der Rast. Nee, wir machen das mal. Können wir aber nicht. Hä? Wir haben doch 14 gesammelt, wenn ich das richtig sehe. Wir können aber trotzdem nicht eintauschen. Okay. Gut, wenn ihr das nicht Ich wollt hoffe, vom Sie System veranstalten her, einen dann Ball halt oder eben sowas. nicht. Toll, wenn es in der Taverne nach einem langen Arbeitstag Ach endlich so, ruhig ist. Weltenblaumenbad. Okay. Ja, halt die Klappe. Dann würde ich sagen, dass wir wieder zurück zum Palast reiten. Nee, Palast ist es nicht. Das war die Bibliothek. Dies ist die Bibliothek von Therm. Ja, habe ich doch gerade gesagt. So, mal schauen, was wir da für eine Quest haben. Wissen ist Reichtum. Suchst du nach einem bestimmten Buch? Es kommt drauf an. Ich kenne sehr viele. Ein Buch über die Lazenit? Die Lazenit, was? Sie sind kein gängiges Forschungsthema. Weil dieses Volk in uralten Zeiten ausgestorben ist, gibt es über sie nicht viel Referenzmaterial. Vielleicht findest du solche alten Informationen im Kloster. Warum fragst du nicht Abt Efferin aus der Metrikloster, aus dem Metrikkloster? Ich hätte nie gedacht, dass ich zu Lebzeiten noch einen neuen König sehe. Es hat sich angefühlt, als würde ich Geschichte hautnah miterleben. Ich konnte kaum schlafen, weil ich so aufgeregt bin. Ich würde gerne die Ansichten einiger Gelehrter in Bezug auf die historische Aufzeichnung eines solchen Events erfahren. Und niemand scheint mir besser als du geeignet dafür, die Aufregung des Tages zu vermitteln, Königsritterin. Da du noch nie eine historische Aufzeichnung verfasst hast, würde ich dir raten, dir die Ansichten vieler Gelehrter zur Thronbesteigung seiner Majestät Thyrain anzuhören und sie in deine Aufzeichnung einfließen zu lassen. Okay. Ich habe jetzt nicht so wirklich verstanden, was sie von mir wollte, aber ich soll wohl irgendwas aufschreiben. Schreiben kann ich gut. Mir egal, was andere sagen. Es stimmt, dass seine Majestät Thyrain mit seinem rechtmäßigen Besitz von Regent Cherich zurückgeholt hat. Als Historikerin, ja, als Historiker, aber es ist eine Historikerin. Okay, ist es meine Pflicht, nur die akkuraten geschichtlichen Fakten festzuhalten? Okay, habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber ist okay. Da hinten müssen wir noch hin. Ach, Amel ist auch da. Ja, stimmt. Der Niedergang des Regenten war unumgänglich, Tyrann oder nicht. Der Regent hatte bereits den Zenit seiner Macht erreicht, also war sein folgender Niedergang nur natürlich. Dasselbe gilt für seine Majestät Thyrain. Die einzige Frage ist, wann? Ja, das ist ja nicht sehr positiv eingestellt, der Kerl. Bis vor ein paar Jahren war seine Majestät Thyrain nicht wichtig. Sein Sieg über Regent Schericht war das Resultat vieler glücklicher Zufälle. Wir werden sehen müssen, ob als gütiger König oder ein noch schlimmerer Tyrann als der ehemalige Regent in der Geschichte eingehen wird. Boah, was sind das für komische Gestalten, mit denen ich hier alles spreche? Die vier. Erstelle eine historische Aufzeichnung. Reicht das jetzt schon? Am Schreibtisch. Moment, hier ist der Schreibtisch. Ja, es reicht offenbar schon. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Das ist also dein Beitrag für die Geschichtsschreibung. Darf ich es lesen? Diese verschnörkelten Buchstaben. Da muss man wohl noch einiges entschlüsseln. Ich meine, bearbeiten. Aber ich bin sicher, dass der Inhalt an sich akkurat genug ist. Dasselbe historische Ereignis wird je nach Perspektive anders betrachtet. Und wenn man es aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, bekommt man ein klares Bild der Ereignisse. Wir danken dir für deine Ansicht, Königsritterin. Ja, okay. Also sprecht mit dem Abt, dann. Das andere kann ich Dies noch ist die nicht Bibliothek machen. von Thermia. Sei bitte leise. Ach so, nach den Qualifikationen einer neuen Königin. Ja doch, dann können wir noch mal oben zum Thronsaal reiten.
war doch jetzt hier, ne? Und dann rechts. Grüß genau. Den Ritter. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Begleiter eigentlich hin? König, ich habe eine Frage an dich. Naja, ich eigentlich nicht, sondern so eine komische Tussi hier, die gerne Königin werden will. Eigentlich könnten wir jetzt hier Hochzeitsvermittler spielen, weil, ne, er ist ein König und sie möchte Königin werden. Das könnte von Vorteil sein. Du willst wissen, wie man Königin wird? Hm, okay. Darüber habe ich eine Weile nicht mehr nachgedacht. Das ist schön. Was bringt mir das jetzt? Lausche Sir Mehan, während er die Qualifikation einer Königin erläutert. Okay. Die Königin Lutheras muss weise und kämpferisch sein und gütig genug, um das Land in der Abwesenheit ihres Mannes zu regieren. Sie muss außerdem gebildet sein und über Manieren verfügen, die einer Königin würdig sind. Anessa kann dir zu letzterem mehr erzählen. Anessa. Wer ist jetzt schon wieder Anessa? Aber ihm können wir doch theoretisch noch können wir ein Geschenk geben. Nichts, was ihn jetzt interessieren würde, denke ich mal. Dann spielen wir nochmal das Lied der Tapferkeit. So, sehr schön. Und ermutigen ihn nochmal. Okay. Dann haben wir jetzt das Möglichste getan, was wir tun können. Und wo finden wir jetzt diese... Ach, die ist hier im Palast. Ah, okay. Schauen wir da nochmal nach. Hallöchen, Anessa. Wenn jemand als Königin von Lutera in Frage kommen sollte, muss sie zuerst das Wohlwollen des Königs erlangen. Außerdem gibt es da ein paar offensichtliche Qualitäten, die von allen Königinnen erwartet werden. Anmutiger Gang, korrekte Haltung, Eloquenz, geziemte Etikette. Aber das ist nicht alles. Soziale Fertigkeiten, Reiten, Schwimmen, Stickerei und das Wissen über Militäreinsätze und die Wirtschaft sind auch ein Muss. Wow, ich wäre eine perfekte Königin. Ich habe einen neuen Berufswunsch. Morgen werde ich Königin. Vergiss die Qualifikationen, die man braucht, um Königin zu werden. Als Königsritterin im Palast musst du auch mit loyaler Etikette vertraut sein. Erlaube mir, dir einen standardmäßigen Gruß beizubringen. Bitte mach es mir nach. Höflich! Ja! War das nicht das, was ich brauche? Nee, jetzt ist es verneigen. Was denn jetzt? Das ist jetzt höflich. Ah, macht mich hier doch nicht... Wieso soll ich eigentlich I öffnen dafür? Moment. Öffne das Inventarfenster und lerne höflich. Ja, wie soll ich das denn aus dem Inventar heraus lernen, Leute? Ganz ehrlich. Verschiedene Gegenstände. Inventar. Das ist ja mein Inventar. Wie soll ich denn hier höflich lernen? Ah, Emote verneigen. Verwenden, Rechtsklick. Aber verneigen ist doch nicht höflich, oder? Ich werde hier gerade... ja, ich bin jetzt total durcheinander. Moment. Da ist aber höflich drin jetzt. Ha! Macht die das jetzt schon? Macht die das jetzt schon? Gib höflich ein. Grüße noch einmal höflich. Ja, ich verneige mich nicht vor ihr, sondern irgendwie an ihr vorbei, aber egal. Grüße ganz ruhig ein weiteres Mal höflich, okay? Dreimal musste man das machen, was war denn das für ein Quatsch jetzt? Jetzt siehst du so anmutig wie jeder gute Höfling aus. Exzellent, vergiss nicht den Gruß, er ziemt sich für jemanden mit deinem Ruf. Oh, ist das geil. Ach so, ich kann aber immer noch nicht Respekt machen. Aber ich kann ihn höflich begrüßen. Ja.
Laufen wir nochmal ganz schnell wieder zurück. Ah, ich bin begeistert, ich bin begeistert. Mein König, ich hab noch eine Kleinigkeit. So, halt, stell dich hier rein. Zack, und... Wo war höflich? Da. Jetzt habe ich mich ihm gegenüber verbeugt. Aber ist ja auch nicht schlimm. So. Das ist jetzt... Moment, hä? Jetzt reicht das schon? Kein Grund zu übertrieben, höflich zu sein. Immerhin sind wir Freunde. Ich bin es, der zu Dank verpflichtet ist. Es besteht in meiner Gegenwart kein Grund für Förmlichkeiten. Ja, warum musste ich das dann die ganze Zeit machen? Ich mache nur Witze. Verstanden. Majestät, wie könnt ihr nur so etwas sagen? Oh, verstanden. Ich muss zugeben, dass ich sehr beeindruckt war. Wie dem auch sei, ich möchte tatsächlich etwas mit dir besprechen. Sir Harlock scheint etwas zu bedrücken. Kannst du dich in Boreas Reich begeben und mit ihm sprechen? Ich bin mir sicher, nach einem Gespräch mit dir geht es ihm besser. Boreas Reich. Okay. Können wir machen. Aber wir müssen vorher nochmal kurz mit Vivian sprechen. Damit wir das dann abgegeben haben. Und ja, eigentlich müssten wir jetzt auch mit dem Kloster noch weitermachen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das Reich ist. Müssen wir jetzt mal gucken, wo ich da hin muss. So, Moment. Vivian war... Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ist alles so hell hier. Da unten. Reiten wir erstmal dahin. Boreas Reich. Ich habe schon wieder alle Namen vergessen. Das war aber, glaube ich, eins, wo wir schon drin waren, oder? Oder vertue ich mich da nur schon wieder? Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Woher soll ich das wissen? Was interessieren mich jetzt die anderen Kontinente? Ich muss ja erstmal hier meine eigenen Quests zu Ende bringen. Ich habe damit schon Probleme genug gerade. Also die überhaupt zu finden. Ja. Steck dir deine Blumen sonst wohin. Vivian. Sie veranstalten einen Ball oder sowas. Endlich. Los, sag schon. Was soll ich tun, um Königin zu werden? Ich finde, ich bin prädestiniert, oder nicht? Nee, nee, das bin ich. Ja, also wir wollen hier jetzt mal nichts vertauschen. Wie? Ein Gruß? Herrje, wie aufgeblasen ist das denn? Na gut, dann zeig mal her. Muss ich jetzt erstmal rein. So, höflich. Was? Ein Gruß? Ich muss einen komplizierten Gruß kennen, um Königin zu werden. Okay, ich kann elegant sein. Ich schaff das. Du hast unsere Abmachung erfüllt. Aber wenn du noch mehr herausfindest, das mir dabei hilft, Königin zu werden, dann wirst du mich das wissen lassen, oder? Ich werde dir eine wichtige Stelle geben, wenn ich Königin werde. Versprochen? Bitte. Elegante Vivian abgeschlossen. Ah, jetzt haben wir das Herzchen auch freigeschaltet. Sehr schön. Tja. Was würde sie jetzt gut finden? Woher soll ich das denn wissen? Strohhut oder so? Keine Ahnung. Tomatensaft? Irgendein Relikt? Scharfe Klaue zur Zähmung eines Falken? Ich habe keine Ahnung. Deswegen, spielen können wir auch nicht. Emote zeigen können wir gerade auch nicht. Dann machen wir halt gerade gar nichts mit ihr. So. Ach du Schande. Total in rosa. Ich war gerade total abgelenkt hier. So, dann werde ich mal schauen, wo Boreas Reich ist und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Also, was ich vorhatte, können wir leider noch nicht machen, weil ich nämlich gerade festgestellt habe, dass Boreas Reich hier unten liegt. Das könnte ich mal eben zumachen. Wir da aber noch nicht direkt hinporten können, weil wir nämlich erst bis Sonnenhügel gekommen sind und dann dementsprechend noch über blühende Plantage und so weiter gehen müssten, damit wir überhaupt in Boreas Reich reinkommen können. Jetzt ist die andere Sache. Ich habe gerade gesehen, dass hier noch ein Ausrufezeichen ist. Mehran beobachtet dich. Mehran beobachtet, aber das steht hier nicht drin.
Da steht nur, begib dich zum Reich. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich denke mal, dass ich die Quest da oben annehmen muss. Wobei ein Ausrufezeichen, meine ich, doch immer bedeutet hat, dass die schon angefangen hat. Und ein Fragezeichen, dass man die annehmen kann. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, gerade gar nicht sicher. Wir gehen aber trotzdem noch mal kurz zurück. Ja, scheiß auf Luterra jetzt. Ich muss das jetzt mal abgeklärt haben hier. So, also Fakt ist, wir können noch nicht in Boreas Reich rein. Das heißt, das müssen wir dann ein bisschen auf später verschieben, es weiterzumachen. Das heißt, unsere nächste Aufgabe wäre eigentlich dann zum Kloster zu gehen. Aber wie gesagt, ich möchte noch wissen, was das hier mit dem Beobachten auf sich hat. Ob ich da nochmal mit ihm sprechen muss oder so. Ein Ausrufezeichen. Hast du etwas Zeit für die Soldaten der Burg Luterra übrig? Sie hatten seit langem keine Gelegenheit, sich richtig zu erholen. Erst wegen der Schlacht am Heldenwall und jetzt aufgrund des Wiederaufbaus des Königreichs. Als ihr Anführer und Kamerad schäme ich mich, dass sie so überlastet sind. Ich würde sie gern selbst ermutigen, aber ich kann meinen Meister nicht ohne Schutz zurücklassen. Mondgöttin, ich wäre dir dankbar, wenn du sie etwas ermutigen könntest. Ja, das heißt was? Wo muss ich denn hin? Ermutige Triporterverwalter. Achso, ich dachte, ich sollte jetzt irgendwelche Soldaten hier ermutigen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt. Aber das ist ja irgendwie normal in diesem Spiel. Oder besser gesagt, das ist normal, wenn ich spiele. Gut, das kommt natürlich aufs Spiel an. So, Moment. Jetzt wollen wir mal eben wissen. Das ist das hier unten, vermute ich mal. Der Triporterverwalter. Machen wir das doch mal eben. Ach, wo ist er? Immer hier runter. Wenn ich denn runterkomme. Möchtest du vielleicht ein Lied hören? Hi. Wir verdanken dir Luterras Frieden. Ich kann nicht glauben, dass ich mit Mondgöttin rede. Du bist meine Heldin. Also ihr könnt gedanklich immer Mondgöttin gegen Gameplayerin natürlich eintauschen. Ich habe das ja schon mal relativ zu Beginn. Ermutige Platzwachen. Relativ zu Beginn erklärt, dass ich dummerweise meinen Privataccount Gameplayerin genannt habe. Und mein Spielaccount, mein Let's Play-Account, also was heißt Account, den Char halt, dass ich den der Mondgöttin nur noch nennen konnte, weil halt eben der Name jetzt belegt war. Es ist mir eine Ehre, Königsritterin. Sprich mit Ritter Marlin. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ja, wo ist denn der? Moment, das ist doch der hier. Du hast sogar Zeit für Fußsoldaten wie uns. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ne? Ist kein Krieg und so. Unser Gott Regulus hat seine Majestät Thirane mit dir gesegnet, Königsritterin. Das ist nett, dankeschön. Entschuldigung, Mondgöttin. Tut mir leid, aber könntest du mir einen persönlichen Gefallen tun? Ich will nur... Ich weiß nicht. Ich möchte Vivien in Nerias Taverne um eine Verabredung bitten. Aber ich bin zu nervös, um es selbst zu tun. Ich würde lieber am Heldenwall kämpfen, als das hier selbst zu erledigen. Ich habe eine Blume bei Timmy vor der Taverne gekauft. Könntest du diesen Brief zusammen mit der Blume zu Vivien bringen? Ja, klar. Warum auch nicht? Wir machen... Oh, wir sind jetzt gerade abgestiegen. Wir machen alles im Namen der Liebe. Also alles außer Krieg führen natürlich. Weil Liebe und Krieg führen ist völlig unterschiedlich und zwei verschiedene Dinge und total schwachsinnig. Achso, halt. Wir brauchen deine Blumen. Zuff, zuff. Dieser Feigling. Eher geht die Welt unter, als dass er jemals mit mir spricht. Hier, ich habe einiges durchgemacht, um das zu beschaffen. Okay. Darf ich mich... Da... Ja, ich hab's wieder gemacht. Ich hab wieder die Tasten benutzt zum Bewegen. Ich hoffe, ich bekomme reichere und hübschere Kunden.
Ja, ich bin reich und hübsch, aber ich werde kein Kunde sein. Uff, ich verstehe dieses Buch nicht. Was ist das? Ein Brief und eine Blume? Ich bekomme viele von denen von Kerlen, die ich nicht kenne. Bestenfalls sind sie ganz süß. Schlimmstenfalls sind sie, du weißt schon. Ich nehme an, ein paar Männer finden mich hübsch. Ich wäre es lieber nicht. Ich habe so viel zu bieten. Lass den Brief einfach da. Um den kümmere ich mich später. Das ist so frustrierend. Ich will wirklich gern Nerias Erfolgsgeheimnis wissen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier arbeite. Und ich habe mich abgerackert, ohne ihrem Geheimnis auch nur eine Spur näher zu sein. Hey du, denk bloß nicht, dass ich unsere Abmachung vergessen habe. Tu mir noch einen Gefallen und ich schaue über die Sache mit dem Stalken hinweg. Hä, was für ein Stalken? Gehe zum Restaurant Goldfisch und finde heraus, was Neria dort isst. Ich muss an ihrer Ernährung liegen. Ich verspreche dir, dass wir danach fertig sind. Na? Ich hoffe, ich bekomme reichere... Mhm. Okay. Da unten. Nee, wirklich da unten. Dann müssen wir hier rum. Etwas ändern. Ist ja, es nicht ein wunderbarer Tag für ein Essen im Freien? Keine Ahnung, bei uns sind es gerade 5 Grad. Riecht also. Lecker. Was? Neria? Ich denke nicht, dass sie irgendetwas Besonderes ist. Tatsächlich scheint sie alles zu essen. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ich habe gesehen, wie sie etwas bei Enoch gekauft hat. Vielleicht nimmt sie eine Art Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Da muss ich raus, ne? Nehme ich an. So, das ist der hier. Ah, willkommen. Wie? Was Neria bestellt hat? Lass mal sehen. Sie muss wohl planen, Eis in ihrer Taverne zu verkaufen. Sie hat Shushire-Eis und getrocknete Punika-Früchte bestellt. Und alles andere, was sie bestellt hat, hat auch noch etwas mit ihrem Geschäft zu tun. Also nichts Außergewöhnliches. Okay. Wir haben heute ein paar feine Waren. Das ist schön. Die brauche ich aber nicht. Oh, das geht heute auf mich. Ja, Rückenprobleme kenne ich leider auch. Wir werden ja alle nicht jünger. Frische Blumen. Toll, halt wenn es Klappe. In der Taverne nach einem halt. Langen Arbeitstag endlich ruhig ist. Ich hoffe, sie veranstalten einen Ball oder sowas. Was? Nichts Außergewöhnliches? Ach, das ist so frustrierend. Sie kann nicht einfach so sein, oder? Sie muss ein Geheimnis haben. Vielleicht ihre Tasche? Diese Tasche, die sie jeden Tag mit sich rumträgt. Darin muss etwas sein. Notizen, Bücher, irgendetwas. Geh und untersuche ihre Tasche, während sie mit ihren Kunden beschäftigt ist. Komm schon, bitte. Hallo, ich wollte schon die ganze Zeit die Folge beenden. Ich kann doch nicht hier eine Sache nach der anderen noch mehr machen. So. Hey, was tust du da? Du solltest nicht die Taschen anderer durchwühlen, Mondgöttin. Ich bin echt enttäuscht von dir. Wie bitte? Vivien bat dich, meine Tasche zu durchsuchen. Ich wusste es doch. Diese kleine... Ups. Oh, ich vergaß meine Manieren. Tut mir leid. Ritterin, du hättest ihre Bitte nicht nachgehen sollen. Aber ich werde es niemandem sagen. Ich bin sehr verständnisvoll. Zumindest werde ich das sein, wenn du nächstes Mal etwas mit mir trinkst. Versprochen? Ich sag doch, ich bin wunderschön und alle mögen mich. hübsche Ritterin, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nein! Herr Klinsk ist einer meiner Stammkunden und ich möchte, dass du ihm diese Nachricht von seiner Frau mitteilst. Wenn du heute wieder zu spät nach Hause kommst, bist du ein toter Mann. Hohoho. Das auch nur laut auszusprechen, macht mir Angst. Ja, die eine Nachricht mache ich noch, aber wenn der jetzt tatsächlich wieder irgendwas Neues für mich hat...
Dann müssen wir erstmal einen Cut machen, weil die Folge wird immer länger und länger und länger. Und ich komme hier irgendwie zu gar nichts mehr, weil ich hier irgendwelche... Weil ich hier irgendwelche sinnlosen Quests mache, da muss ich komplett rumreiten. Aber hier komme ich doch... Nee, da komme ich nicht rum. Oh, ist das blöd gemacht? Nee, Moment. Doch, da komme ich doch rum. Ja klar, hier ist doch der Weg. Oh. Nee, hier drin. So. Hi. Hallo? Bist du Kinsk? Ich kann gerade nicht reden. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Ich bring dich um, Junge. Oh. Lies den Ring auf, der verlegt wurde. Ich weiß nicht, wie ich den auflesen soll, aber ich werde ihn versuchen zu finden. Ah. Am Boden liegt etwas Kleines und Glänzendes. So, und jetzt? Oh, mein Ring. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn meine Frau wüsste, dass ich gewettet und meinen Ring verloren habe, wäre sie wirklich aufgebracht. Oh, warte. Wolltest du mir nicht etwas sagen? Heute Nacht gehe ich direkt nach Hause, anstatt zu wetten. Ich schwöre es. Aber das ist alles wegen diesem Mistkerl Mavro. Ah! Er hat die größte Wette gewonnen, die wir jemals gemacht haben und mir all mein Geld abgeknüpft. Und ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich mit dem spiele, verliere ich. Ah! In der Tat habe ich gestern wieder verloren und jetzt muss ich ihn bezahlen und es verletzt meinen Stolz, ihm persönlich das Geld zu bringen. Mondgöttin, könntest du mir nochmal aushelfen? Hier, gib ihm bitte dieses Geld. Aber nur, weil er hier im Raum ist. Aha. Du hast mir das Geld von Klins gebracht. Danke. Mir tut seine Frau leid. Vielleicht sollte ich ihm nächstes Mal ein Trinkgeld geben. Hm, was gibt es? Wie hast du die Wette gewonnen? Ah, du meinst die Wette auf The Rain? Ha, du solltest froh sein, dass ich gewonnen habe. Als ich das Gerücht ausbreitete, der Kommandant der Dämonenbestienlegion sei am Heldenwall aufgetaucht, haben die Leute um das Leben des Prinzen gewettet. Alle haben gewettet, dass er stirbt. Also habe ich gegen sie gewettet. Ich dachte mir, wenn er stirbt, sterben wir alle. Also würde ich nicht so viel Geld brauchen. Also ging es eher um Gewinnen oder Sterben. An diesem Tag haben wir alle gewonnen. Haha, lang lebe Thyrain. Ah, ich habe 10 Punkte Weisheit erhalten. Sehr schön. Und was noch viel schöner ist, dass wir keine neue Quest... Nein, ich weiß, falsche Taste. Dass wir keine neue Quest erhalten haben. Das heißt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen können. Endlich. Und dass wir dann in der nächsten Folge... Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber wir haben hier soweit alles durch. Naja, dass wir dann in der nächsten Folge zum Metrikkloster gehen werden... Und damit unser Quest weitermachen. Bis dann. Ciao.